Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Demetrius, The Big Cynical Adventure, und willkommen zurück, Maître Malter. Jawohl, hallo und hallo. Ja, also, wir waren zuletzt hier in diesem tollen Schlafzimmer von dem perversen Bjorn, der überfallen wurde und, dem ja irgendwas geklaut wurde. Das ist ja pervers. Wegen seiner komischen, perversen Schublade hinten im Zimmer, in diesem Schrank. Mhm. Ah, okay. Na gut, so, ob er wirklich pervers ist, wissen wir noch nicht. Vielleicht kommt da ja noch was, aber sein Badezimmer und das alles fand ich jetzt nicht so lecker. Und also ein bisschen komisch leben tut er schon, oder lebst du so, oder findest du das normal? Also gut, den Punkt gebe ich dir recht. Mhm. Ja. Wir haben zuletzt hier diese komische Vogelstatue angeguckt. Der hat also auch so merkwürdiges Gedöns, auch in seinem Schlafzimmer. Hier befindet sich ein Sarg. Den schauen wir uns mal an. Ziemlich praktisch, wenn ich einen Herzinfarkt bekommen würde, könnte man mich direkt hier hineinlegen. Okay. Bett. Das ist nicht so gemütlich und auch nicht sonderlich hübsch. Aber es ist mir egal. Beim Schlafen fallen solche Details niemandem auf. Teller. Echt schöne Teller. Ich habe sie für 50 Treupunkte im Supermarkt bekommen. Ja, immerhin. Gemälde. Le Joconde. Yep, das ist die männliche Version der Mona Lisa. Ich glaube, es wird eher Joconde ausgesprochen oder so. Okay, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ah. Es geht okay. Weiter. Das ist von einer Künstlerin namens Leonardo da Vinci. Mhm. Ja, schon klar. Buch. Arme kleine Zeitung, ganz allein und nackt auf dem Boden. Du bist nicht mal interessant, nur langweilige Geschäftsartikel. So, dann haben wir hier, was möchtest du, den Teddybären, was möchtest du, den Wecker? Das Mauseloch unterm Regal. Oh. Hm. Jemand zu Hause? Mausi? Oh nein, sie antwortet nicht, vielleicht ist sie verhungert oder so. Oh nein. Da fällt mir gerade ein, wir suchen ja noch nach Keksen, ne? Stimmt. Und wir müssen auch noch in diesem Raum einen finden. Ist das da ein Keks? Nein, da ist kein Keks. Seht ihr einen Keks? Siehst du einen Keks, Maître? Also, ich sehe ihn. Ich glaube, es ist ein Keks. Ich bin mir noch nicht sicher. Es könnte ein Keks sein. Okay. Also, bei dem Teddy hätte das das Ohr sein können, aber das ist es nicht. Das ist wirklich nur ein Ohr. Dann habe ich gedacht, hier dahinter vielleicht, aber das ist auch nur beim Sarg und die Nase der Statue auch nicht. Ich meine, wir können das jetzt mal so machen. Du lässt mich jetzt den Keks suchen und bist derweil still, dann wird das ein sehr, sehr langes Let's Play. Ja, das stimmt. Und nur nach dem Keks suchen ist langweilig. Also gehen wir weiter in dem Schrank hier. Comics. Comics machen Spaß. Ich liebe vor allem europäische Comics. Zum Beispiel Tom und Trippi, Antrax oder Lucky Lake. Ja. La Biblia, das ist die spanische Version. Spanisch hin oder her, ich würde so oder so kein Wort verstehen. Ökologisches Wörterbuch. Ohne Spaß, das ist definitiv ein ökologisches Buch. Alle Seiten sind leer. Verschwende nichts, heb alles auf. Verschwende nichts? So verdammt zu spät. Ich habe schon die Toilette gespült. Henry der Elfte. Dieses Buch dreht sich um das Leben eines Mannes, der nie gelebt hat. Langweilige Geschichten. Na, mit diesem Titel will ich es unbedingt lesen. Okay, was haben wir dann noch hier? Pack all deine Sachen und verschwinde. Die Geschichte eines kleinen Jungen, der aus seinem Zuhause vertrieben wurde. Und das ist nicht mal ein Scherz. Und zwar von Die Legende vom kleinen Johnny. Ich lutsche dich morgen. Dieses Buch hilft Leuten, die nicht aufhören können, Eis zu essen. Mhm. Mickey Quacks. Quarks? Mickey Quarks? Das ist eine Sammler-Edition. Mhm. Kochen für Idioten. Es scheint ein Buch zum Kochen lernen zu sein. Wer braucht sowas? Ich jedenfalls nicht. Barbie hat große Brüste. Mhm. Endlich ein Buch, das die Wahrheit sagt. Schön. Geschichten aus dem nächsten Jahr. Auf dem Cover steht, dass man das Buch nächstes Jahr updaten soll, um es zu lesen. Technologie. Das war's an Büchern hier. Schulbücher. Einige Schulbücher aus meiner Kindheit. Langweiliges Zeug. Kiste.
Ich habe hier früher etwas Geld und wichtige Papiere gelagert, aber das Versteck war zu offensichtlich, deswegen habe ich sie woanders hingetan. Okay. Dann haben wir hier die Waffen. Eine helle Bade und ein Schläger? Irgendwelche Waffen, glaube ich. Sie sind aus meinem Antiquitätenladen. Ich kann mich nicht erinnern, wann oder warum ich sie hierher gebracht habe. Okay. Sein cooler Antiquitätenladen. Dieser Schläger ist ziemlich alt. Ich bin sicher, damit wurden schon einige Hintern versohlt. Mhm. Unter anderem. Okay. Und du bist dir immer noch nicht sicher, was ein perverser Typ ist. Bett. Nö, bisher ziemlich normal. Nichts in meinem Bett, nichts dahinter und nichts darunter. Offene Schublade. Socken überall. Wecker. Oh nein, er spinnt schon wieder. Jetzt komme ich wieder jeden Morgen zu spät zur Arbeit. Naja, ist eigentlich egal. Ich bin mein eigener Boss. Yo. Telefon. Ich benutze mein Festnetz kaum. Mein Handy hat einen viel besseren Klang und es ist so praktisch. Wo ist es überhaupt? Ja, also jetzt suchen wir schon Kekse, Handy und dann noch irgendwie den Schlüssel für den Schrank oder so. Oder irgendwas da hinten war doch noch, wo er auch noch was suchte. Oder ja, war das nicht sein Schlüssel? Hier für diese abgeschlossene Tür nämlich, ne? Wozu hält er den Schlüssel schon wieder? Ich glaube, ich habe ihn irgendwo gelassen, wo es dunkel und unordentlich ist. Dunkel und unordentlich im Sarg? Nein, da ist keine Leiche drin. Glaube ich. Habe nicht wirklich nachgesehen. Man kann die Sachen also auch mehrmals anklicken und dann sagt er was anderes, sagt er dann wieder. Ziemlich praktisch, wenn ich ein Herz empfangen könnte. Nee, dann wiederholt er sich. Okay. Ja, wo ist der Keks? Wo ist der Keks? Vielleicht hier in diesen Tüten? Nee, das hatten wir schon. Nee, die hatten wir ja. Hier, die Fächer hatten wir noch nicht. Ah. Und da drin sind nur ein paar Klamotten und Unterwäsche. Was mit dem Teddy? Ich werde meine Unterhosen woanders hin tun müssen. Immer wenn ich eine rausnehmen will, fallen sie mir alle auf den Kopf. Teddybär, ich reise nicht mehr mit meinem Lieblingsteddy. Ich würde riskieren, ihn zu beschädigen. Armer Teddy, er hat mir gesagt, dass er gestern Abend ganz verängstigt war. Keine Sorge, Papa ist hier. Ach ja, so. Tja, mit der komischen Statue muss es doch auch noch was auf sich haben. Kopf, Top, Tafelzeichnung, aber das hatten wir doch alles schon. Das hatten wir. Aber irgendwie... was ist eine Henne, eine Kuh? Komm, kann ich mal wirklich entscheiden, ob das Ding lustig oder furchterregend. Ich schätze, im Alter gab es noch keinen Kunstunterricht. Sogar, Tafel kommt es mir nur so vor. Oder sehen einige dieser Symbole seltsam aus. Vielleicht muss man die sich auch irgendwie merken später oder irgendwie... Was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, wie stark rätsellastig dieses Spiel überhaupt ist. Aber es kann ja wohl nicht sein, dass wir den Keks nicht finden. Unerhört. Ja, ich denke, wir gehen nochmal ins Badezimmer. Aber oder hier, ins Wohnzimmer. Ja, okay, aber ins Badezimmer nochmal Keks finden. Tja. Die Stellen, an denen du etwas vermutest, sind wohl hauptsächlich optische Täuschungen. Wo ist hier ein Keks? Eine Mülltonne. Die hatten wir aber auch schon. Mülleimer, wenn ich nicht mal kann. In der Toilette. Das wäre eklig. Dann vielleicht doch hier in dem Raum eher. Vielleicht irgendwo hier im Regal. Ich weiß nicht mal, warum ich Seifen habe. Es ist ja nicht so, als würde ich mir die Hände waschen. Hat da links neben der Kommode oder was das ist, da die Jacke schon? Oder ein Handtuch, was das ist? Lies vor. Er ist ein bisschen feucht, aber das ist definitiv ein Keks. Wow, okay. Yay, ein Keks erhalten. Ja. Wo ich gerade dabei bin, es riecht ein bisschen nach Pilzen. Vielleicht sollte ich es mehr als einmal im Jahr waschen. Oh, das ist echt ekelhaft. Guck mal, hier ist noch einer. Ach, nee. Ein Keks, ich habe ihn ein bisschen zerquetscht, aber ich glaube, er ist noch gut. Jawohl. Waren das dann jetzt schon alle und was läuft hier im Fernseher? Drei von drei. Ja, der ist wohl kaputt. Meine Kochkünste werden sich... Oder Cooking 24. Ja. Gut, warte mal. Wie, wo werden die denn hier angezeigt nochmal? Die Keks... Da. Ein Keks essen. Ach, die soll man essen?
Ja, für Hilfe. Wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, brauchen wir zum Beispiel, könnten wir den jetzt verwenden, um an den Schrank zu kommen, weil wir den Schlüssel bisher noch nicht gefunden haben. Okay, ich verstehe. Aber das finden wir irgendwie, also komm, wir sind zu zweit. Ja, da hinten an dem Sessel ist irgendwie so was Kaputtes oben rechts. Ist das auch noch was Besonderes? Nein. Nee, die Chipstüte. Vielleicht nochmal ein bisschen genauer spielen. Ja, spielen wir etwas Super Maria Fart. Oh, jetzt passiert was. Ja, das Gerät explodiert. Das muss wohl ein Scherz sein. Ich habe sie schon zweimal ausgetauscht. Billige Konsole. Oha, jetzt ist das Ding hier irgendwie unter Strom. Ich werde mir nie wieder eine kaufen. Zumindest nicht, bis Glad of War 4 veröffentlicht ist. Ich kann es nicht erwarten. Okay, er wiederholt sich dann auch. Aber da wir jetzt hier Strom haben, ist das irgendwie... Und wir haben eine Konservendose, DVD... Taschenlampe. Was weiß ich, ja. Vielleicht in den Abstellraum noch mal rein. Können wir irgendwas durchschnibbeln hier? Irgendwie den Sessel? Sind da nicht schon genug Löcher drin? Dass wir irgendwas aufschneiden, wo wir was finden? Können wir irgendwas... Weißt du? Den Vorhang wegschneiden? Den Vorhang wegschneiden? Ich weiß nicht. Naja, gut. Warte. So, Schere, Vorhang. Du bist. Ich glaube nicht, dass ich die Schere aus diesem Grund mitgenommen habe. Vielleicht zu einem anderen, das Poster. Ich bin ein Superheld. Ich kann Vulkane zweiteilen. Das Klopapier. Ich habe so eine schlechte Vorstellungskraft. Okay. Unglaublich. Das vielleicht dann eher nicht. Nein, nein. Nein. Schlafzimmer. Ja, vielleicht doch nochmal in diesen Raum zurückgehen und mit der Taschenlampe hier reinleuchten. Ist ja ein bisschen duster hier. Zum Beispiel. Muss kein Licht machen und ich habe schon gesagt, warum. Es ist nichts hinter diesem Vorhang. Können wir das hier irgendwie Vielleicht, wenn es Qualitätspapier wäre. Sie ist voller Leere. Hm. Aber wir haben doch hier die Taschenlampe in der Hand. Tasche. Nee, ich habe das jetzt mal übersprungen. Ah, der Karton, der war nicht beleuchtet. Du bist... Viel besser, jetzt kann ich mich durch dieses Chaos fühlen. Hier ist mein kaputter Computer, mein Nähzeug, ein Haustierstreichler. Super, hier sieht eine Taschenlampe. Ich brauche doch eine. Er hat doch schon eine. Ich lege sie zurück. Aha, ich habe jetzt was Interessantes gefunden. Einen kleinen Schlüssel erhalten. Ei, ei. Wo ich gerade dabei bin, was öffnet dieser Schlüssel wohl? Na, das wissen wir doch. Ich kann hier nicht sehen, was auch nur annähernd nützlich wäre. Gut, dann haben wir da alles raus und benutzen natürlich den neuen Schlüssel für da oben. Endlich etwas Geld. Geld! Was, das ist alles? 5,75 Euro? Ich dachte, ich hätte mehr. Und ich ohne Kreditkarte. Toll. Okay, jetzt ist sie leer, keine Knete mehr. Okay, aber wir haben jetzt zumindest ein bisschen Geld, Ausweis. Können wir dann einfach raus? Wollen wir die Wohnung einfach mal verlassen? Würde ich vorschlagen, ja. Ah, okay, mal ein ganz neuer Bereich. Oh, achso, warte, jetzt müssen wir ein bisschen Rollen tauschen. Jetzt ist nämlich der Maître Björn, oder Björn, und ich bin die Sandra. Oh, hallo Björn. Sag mal, hast du gestern Nacht diesen Lärm gehört? Lärm? Was für ein Lärm? Es klang wie ein Streit auf dem Flur. Sag nicht, du hast es nicht gehört. Das hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Naja, nicht wirklich. Ich habe einen tiefen Schlaf, weißt du? Reden über den Streit, sie selbst oder beenden. Du entscheidest. Den Streit. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was gestern Nacht passiert ist? Naja, es waren zwei Männer, ihren Stimmen nach zu urteilen. Und? Und, oh, einer hatte eine tiefe Stimme mit einem Akzent. Und was ist mit der anderen Stimme? Lass mich überlegen. Sie klang ziemlich hoch und das ist so ziemlich alles, an was ich mich erinnern kann. Reden über sie selbst, würde ich sagen. Sag mal, Sandra, was arbeitest du eigentlich? Wassermelonenverkäuferin oder Barbecue-Reinigerin? Björn, ich bin Krankenschwester. Ich bin wegen meines Jobs nach Paris gezogen.
Okay, dann beenden wir das Ganze oder nochmal über den Streit. Ich denke, das wird sich wiederholen. Okay. Nun dann? Oh, bevor ich es vergesse, wo du gerade da bist, kannst du mir das Buch ausleihen, von dem du mir erzählt hast? Ein Buch? Ja, das Kochbuch. Oh, richtig. Sobald ich es finde, bringe ich es dir. Bist du gerade auf dem Schlauch oder kommt der Text so langsam an? Er kommt so langsam. Es kommt dieses O. Das kann ich ja schon mal vorbetonen, wenn der Rest kommt. In Ordnung, bis später. Okay, ciao, Sandra. Dann Aufzug klemmt, außer Betrieb. Warnschild. Aufzug klemmt, bitte brechen Sie in Panik aus und schreien Sie laut. Toll, jetzt weiß ich, was das nächste Mal zu tun ist. Schirmständer. Du bist... Irgendetwas sagt mir, dass ich vermeiden sollte, ihn zu benutzen. Okay. Vernunft. Den Regenschirm, ich mache ihn ja schon. Nein, danke, Sie haben gesagt, dass es den ganzen Tag über sonnig bleibt. Und meine Radiosendung hat mich noch nie im Stich gelassen. Golfschläger. Sag mal, was macht der Golfschläger hier? Ich kann es mir schon vorstellen. Der arme Kerl, der denkt, er hat seinen Regenschirm mitgenommen zu haben und dann versucht, seinen Kopf zu bedecken, wenn es anfängt zu regnen. Geschieht ihm recht. Armer, reicher Kerl. Okay. Da können wir wieder zurück zur Wohnung. Das ist Tür Nummer 12. Ich glaube, da wohnt dann die gute Sandra. Sandra hat Wohnungsnummer 12. Ratet mal, wer 13 hat. Tür Nummer 12. Ach, da können wir klopfen. Dann klopft es jetzt gerade. Dann kommt die Sandra wieder raus. Ja, und warum klopfst du an meine Tür? Ich habe auch eine Klingel, weißt du? Okay, tut mir leid, ich bin an diese modernen Geräte nicht gewöhnt. Schwachsinn. Ach, jetzt können wir über das Kochbuch reden. Hast du mein Buch gefunden? Noch nicht, aber keine Sorge, ich finde es. Jetzt klopft er immer so alle 2 Minuten. Hallo, Sandra. Vielleicht sollte ich einfach anfangen zu suchen? Ja, das könnte sein. Ich muss gehen. Bis dann. Tschüss und vergiss nicht, mir das Kochbuch vorbeizubringen, du Vollidiot. So, Aufzugknopf. Ich habe nie herausgefunden, warum es 2 Knöpfe gibt. Sollte einer nicht ausreichen, gibt es wirklich irgendeinen Unterschied zwischen dem oberen und den unteren? Wandmülleimer. Oh, nein, er wurde geleert. Wo werde ich jetzt benutzen Kaugummi finden? Die Verzögerung ist echt der Burner bei dir. Ja, die ist brutal. Oh, Stockwerkanzeige. Das zeigt das Stockwerk an. Was bringt das? Ich weiß doch schon, dass ich im 3. Stock wohne. Naja. Okay. Aber ich bin so müde. Muss ich wirklich die Treppe nehmen? Na? Können wir mit dem Lichtschalter noch was machen, bevor wir die Treppe runtergehen? Vorsicht ist besser als Nachsicht, das hat meine Oma immer gesagt. Der Lichtschalter. Den können wir doch noch schön noch das Licht ausmachen im Flur. Jetzt an, aus, an, aus. Und bei Maitre wahrscheinlich genau andersrum, wegen der Verzögerung. So, ja, wir können das Ganze hier verlassen. Oder halt das Wagnis eingehen, ne? Mit dem coolen, betriebslosen Aufzug. Ne, funktioniert ja nicht. Da können wir ewig warten, bis der kommt. Ja, aber er hat doch gerade eben, wurden wir doch gefragt. Ob wir das Stockwerk verlassen? Wahrscheinlich über die Treppe, ja. Ja, wenn wir probier das jetzt... Oder? Ja, ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn jetzt angeklickt, dass das kam? Wahrscheinlich bei den beiden Schaltern. Nee, da habe ich gerade. Wäre überrascht gewesen, wenn es funktioniert hätte. Ich wurde doch gerade gefragt. Na gut, wir verlassen das Gebäude. So, das kennen wir ja schon hier, das Bild. Ach was, jetzt können wir hier... Hier haben wir Björns Wohnung. Dann können wir hier zum Tonen Antik und zum Polizeirevier. Wo soll es denn hingehen? Besuchen wir den Antiquitätsladen. Geht klar. Tonen Antik. Jo, was möchte sich Maitre denn mal anschauen? Ja, den Feuerlöscher. Den Hydranten. Den Hydranten. Feuerlöscher. Ja. Als ich jung war, Entschuldigung, wollte ich Feuerwehrmann werden. Erwachsen zu werden ist so grausam für das Kind in uns. Ja. So grausam. Kanaldeckel. Was? Ich in die Kanalisation gehen? Was für ein Schwachkopf würde so etwas Idiotisches machen? Eisverkäufer.
Wieso? Kann ich da dann, kann man da hingehen? Oder, dann ist man hier beim Eisverkäufer. Okay, Sonnenschirm. Ich dachte, der Sinn und Zweck von Sonnenschirm ist es, Sonnenstiche zu vermeiden. Warum hat er ihn zur Seite gedreht? Waffeln. Toll, wenigstens einmal etwas aus Frankreich. Preise. Was? 5 Euro für ein Eis? Das ist unverschämt. Ich kann sie hören, wissen Sie? Wagen. Sieht modern aus, diese Verkäufer sind so dumm. Es passt überhaupt nicht zum Rest der Straße. Kein Umtausch, inakzeptabel. Okay, was haben wir hier? Kaffeebecher. Ich hätte nichts gegen einen Gratis-Kaffee. Aber sein Becher sieht leer aus. Eisverkäufer? Bist du der Eisverkäufer? Ja, du bist der Eisverkäufer. Okay. Hallo, Monsieur. Möchten Sie ein Eis? Natürlich nicht. Ich bin hier, um Lebensmittel zu kaufen. Oh, Sie sind wohl ein Spaßvogel, wie ich sehe, was? Spezialitäten kaufen. Was für Spezialitäten haben Sie? Das westindische Eis. Kiwi, Guava, Litchi, alles zusammengemischt und das leckerste Dessert aller Zeiten zu machen. Sag mir, möchten Sie eins? Vielleicht später. Kaufen. Möchten wir eins jetzt kaufen? Wollen wir schon? Ja, wir kaufen mal. Oder? Ja, ich hätte gern ein... Ja? Ein Nichts. Ich würde mir gern ein leckeres Eis kaufen, aber so wie es im Moment um meine Finanzen steht. Verlassen. Tschüss. Yep. 3000 Stunden später. Tennisball. Manche Leute verwenden Tennisbälle für ihre Anhängerkupplung, damit sie nicht rostet. Warum kein Fußball? Das wäre gewiss effizienter. Was haben wir denn hier noch so? Müll. Die Müllmänner sind schon wohl wieder im Urlaub. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Mülltonne, was für eine schöne, rostige Mülltonne. Müll. Oh, ich bezweifle nicht, dass ich da drin etwas Nützliches finden könnte. Aber danach müsste ich ein Bad nehmen. Ich kann es nicht leiden zu baden. Das ist eklig, Bjorn. Fass. Wenn da etwas drin ist, ist es jetzt vermutlich ganz modrig. Müllbeutel nochmal. Sieht aus, als gäbe es nicht genug Platz auf der Straße für den ganzen Müll. Straßenschild. Yep, guter Name. Muffige Straße. Verkehrsschild. Ich bin durch die theoretische gefallen. Ich habe also keine Ahnung, für was dieses Schild steht. Mhm. Oh, warte mal. Abflussgitter. Ich da durchgehen? Falsches Icon. Mann, falsches Icon. Wie? Okay, wir haben hier ein Abflussgitter. Gut. Da liegen Schlüssel. Da liegen Schlüssel? Was ist alles rein? Wo? Wo? Da am Müllhaufen. Da? Ich zeig gerade mit dem Finger auf den Monitor. Ja. Ja, aber es ist... bei Müll hier, diese Müllmänner sind wohl schon wieder im Urlaub. Nee, kann ich nicht. Das geht nicht. Ja, ganz zusammen. Das ist wirklich nur Müll. Ist aber auch kein Schild. So, was haben wir dann hier noch? Ich habe das Logo selbst gezeichnet. Unglaublich, was? Fenster. Wow, sieh dir das an. Was für ein unglaubliches Angebot. Schnell rein. Bloß eine Überlegung, was meine Kunden wohl denken, wenn sie mein Schaufenster sehen. Zeitung. Eine kostenlose Zeitung, die sieht nicht sehr Moment, dieses Bild. Das ist dieselbe Vogelstatue. Im Artikel steht, dass letzte Woche ein Antiquitätenhändler aus unbekannten Gründen getötet wurde. Das ist ja fast so wie das, was mir gestern Nacht passiert ist. Was bedeutet... Und vielleicht hatte ich doch ein bisschen Glück. Ich behalte diesen Artikel besser. Okay. Na dann, Chipstüte. Oh, die Tüte ist nicht ganz leer. Oh, er ist so eklig teilweise. Menschen widern mich an. Sie lassen nicht nur eine perfekte Tüte auf dem Boden liegen. Nein, sogar noch mit guten Chips drin. Er ist doch so ein ekliger Typ teilweise. Lecker. So, okay, wenn er dann mein Baum, so ein schöner kleiner Baum. Jedes Jahr hänge ich Weihnachtsschmuck daran auf. Apothekenlogo. Das Logo für eine Sekte von Händlern, die Drogen an unschuldige Leute verkaufen. Mehr oder weniger.
Besäckelte voll. So, ich habe den Laden nach mir benannt. So kann niemand außer meiner Familie den Laden übernehmen. Ich bin so clever. Ja, ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir dann rein in den Laden im nächsten Part. Darauf freue ich mich schon. Mal gucken, was wir da dann so alles drin entdecken. Und wir haben jetzt halt diesen interessanten Zeitungsartikel, den wir auch irgendwie... Die Diebstähle in Brüssel und bei mir haben furchtbar viele Ähnlichkeiten. Okay, ja, gut. Haben wir eigentlich... Ich bin so ein fotogener Typ. Ja, ich nochmal die Sachen, die ich nehme. Was hat er zu der komischen DVD? Ich mag es manchmal, gute Cartoons zu schauen. Ja, ja, ja. Schneewittchen. Na, ihr wisst, was ich meine. Leute, wir hören uns im nächsten Part von Dimitrios. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Hinterlasst uns einen Daumen hoch oder Kommentar. Ich freue mich sehr, dass ich wieder aufnehme. Ist immer noch sehr neu wieder für mich. Von daher freue ich mich total, wenn ihr mich weiter motiviert und auch der Maitre dabei ist und mich motiviert. Vielen Dank nochmal für die Aufnahme. Und bis dann. Tschüss, macht's gut.